Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zum Traders Podcast. Heute am 30.07.2014. Heute schauen wir uns nur ganz kurz am Tage der FED-Sitzung der Stand meines aktuellen Systems an, des Mean Reversion Systems. Das nennt man Z-Score. Z-Score ist im Prinzip nichts anderes, als dass Sie die Differenz nehmen von dem Kurs zum aktuellen Durchschnitt. In dem Fall ist es ein 10-Tage-Durchschnitt, die Differenz in Punkten. Und das teilen Sie dann nochmal durch die Standardabweichung. Und wenn dieser Z-Score über einen bestimmten Extremwert, wie zum Beispiel, wenn man sieht das hier abgebildet, hinausläuft oder herunterläuft, dann ist es entsprechend ein Kauf- oder ein Verkaufssignal. Und man sieht, dass ich habe jetzt hier mal den S&P 500 mitgebracht, dass der S&P 500 gestern wieder was auf die Socken bekommen hat, das System allerdings seit 2 Tagen schon short ist. Man sieht, das System ist immer am Markt. Wir haben hier gekauft. Hier ist wieder short gegangen, hier sind wir short gegangen, dann hier wieder gekauft, hier sind wir long gegangen, hier wieder short. Man sieht, es ist immer im Markt, also so ein, wenn man so will, Stop and Reverse System. Es ist jedes Mal geht's rein, jedes Mal geht's raus. Und die Vergangenheit war immer ganz gut in dem System. Wenn man sich das mal anschaut, der sogenannte Performance Report, man sieht hier, der Markt ist eigentlich ununterbrochen nach oben gelaufen. Transaktionskosten sind hier mit bei. Ein nicht geleveragtes Produkt wird hier gehandelt, nämlich der ETF. Und man sieht, dass die meisten Trades 63,3% erfolgreich waren. 27 Trades gab es insgesamt. Und das war eigentlich ganz gut im, wie man so schön sagt, im Wasser liegen mit so einer, mit der Position. Aktuell sind wir auch im Gewinn, wie man hier sieht. Und ansonsten hat die Position jetzt oder die Strategie in den letzten Tagen und Wochen eigentlich mal ganz gut funktioniert, dass man Verlust dabei ist, wie hier, mei, das kommt mal vor oder hier. Aber davon wird man dann auch nur kurzfristig ärmer, weil man sieht, das System nimmt es dann immer wieder relativ schnell rein. Also für die heutige FED-Sitzung, ich weiß, da wird immer unglaublich viel spekuliert, es wird immer unglaublich viel drüber geredet, was der Markt machen kann, was er nicht machen kann. Ich weiß es auch nicht, was der Markt macht. Ich weiß, oder ich habe eine Erwartung, was die FED macht, was der Markt dann macht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Deshalb verlasse ich mich lieber auf solche Systeme wie hier, dieses Mean Reversion System für den S&P 500. Übrigens, wenn Sie jetzt wissen wollen, wie es auf dem DAX funktioniert, eigentlich genauso. Moment, hier ist ein bisschen verunschaltet. Hier sieht man, auch beim DAX ist die Performance-Kurve, wenn sie jetzt kommt, gleich. Sie sehen, es ist mal wieder halt etwas langsamer als sonst. Die Performance-Kurve ist relativ ähnlich, fast identisch zu der vom S&P 500. Also auch hier ein funktionierendes Handelssystem. Dieses Handelssystem und mehr gibt es bei meinem kostenlosen Börsendienst. Handelssignal von Börsenprofi. Schauen Sie mal auf der Webseite vorbei, www.profi-handelssignale.de, und dann können Sie sich informieren, wie Sie kostenlos mitmachen. Das war's für heute am FED-Tag. Mal schauen, wie die Welt morgen aussieht. Ich befürchte oder ich erwarte nicht viel anders wie heute. Bis dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Happy Trading und bis dann, Ihr Heiko Seibel. Tschüss.